Thomas Edison. Heute Nacht könnte sich so einiges ändern. Meine Bücher sind so voller Ideen. Ich würde 12 Leben brauchen, um sie alle auszuführen. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Nimmt das überhaupt auf hier? Checken? Jawohl, geht. Willkommen, Kate. Hallo. Willkommen, Chris. Hallo. Ja, da sind wir wieder. Hallo, Erik. Hallo, Erik. Ja, ich grüße euch auch alle. Und wir haben einen Sneak Preview-Film, denn das mit dem Kino, das hat sich jetzt wieder eingebürgert. Das läuft jetzt anscheinend, solange wieder keiner hustet oder so im Saal. Und wir hatten die Sneak Preview Edison, ein Leben voller Licht, der schöne deutsche Zusatztitel. Im amerikanischen Original heißt der Film The Current War, also nicht current im Sinne von der aktuell stattfindende, sondern im Sinne von Spannung, also der Krieg der Spannungen oder der Ströme. Und es beschreibt mehr oder weniger das Leben und Wirken von Thomas Alva Edison, der ja, was wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört hat, irgendwas mit dem Erfindung der Glühlampe zu tun hat. Und hier wird noch ein bisschen tiefer Wert drauf gelegt, zu beschreiben, dass er auch damals so einen Gegenspieler hatte. Also nachdem er die Glühlampe erfunden hatte, war das ja nicht erledigt, sondern Thomas Alva Edison, gespielt übrigens von Benedict Cumberbatch, der hat so ein kleines Ingenieurbüro, die machen immer einige Erfindungen und seine Maßgabe ist so irgendwie einmal die Woche eine Erfindung und alle 5 Wochen mal einen richtig großen Knüller oder so ähnlich war das doch, oder? War es 5 Monate? Ja, das ist was er verlangt, ne? Ja, ja. Also er verlangt dann von seinen Mitarbeitern, dass sie auch sehr viel querdenken und sich neue Sachen einfallen lassen und will da immer vorne dran sein. Und wir reden ja damals von Ende des 18. Jahrhunderts, ne? So, da war ja gab es ja noch sehr, sehr viel zu erforschen. Die industrielle Revolution kam so in Gang und es gab halt wirklich sehr viele neue Dinge zu erforschen. Und damit beschäftigt er sich halt. Es wird kurz angerissen, dass er die Glühlampe erfunden hat. Und dann ist natürlich die Frage, wie bringt man die Glühlampe in die Haushalte und wie versorgt man die Haushalte mit Strom, damit die Glühlampen auch leuchten. Und das löste dann diesen Krieg der Spannungen aus, wie der Titel im Englischen so schön sagt. Denn es gab einen Gegenspieler, gespielt von Michael Shannon, der die sogenannte Westinghouse Company, der Vorstand der Westinghouse Company war. Und der setzte auf Wechselstrom damals und hatte auch so ein bisschen über Irrwege auch so eine Möglichkeit bekommen, an Glühlampen heranzukommen. Und auch an Generatoren, die er damals von Siemens irgendwie gekauft hat. Und mit diesen Generatoren war es möglich, den Strom, Wechselstrom, über größere Entfernungen zu übertragen, als es mit Gleichstrom möglich gewesen ist. Denn der Gegenentwurf von Edison war so, dass er straßenweise kleine Generatoren unterirdisch installiert hat, die Strom erzeugt haben, Gleichstrom. Und damals gab es offensichtlich so eine Art, ich weiß nicht, dass so die Bürgermeister oder irgendwelche, ja, so eine Art Stadtwerke von den einzelnen Städten dann an die jeweiligen Betreiber herangetreten sind und gesagt haben, hier, wir möchten auch elektrischen Strom haben und so und so. Und daraus ist eben dieser Wettstreit entstanden, wer bekommt wie viele Städte elektrifiziert. Und Benedict Cumberbatch und Michael Shannon geraten da so ein bisschen aneinander. Wer auch noch mit auftritt, ist Tom Holland, der so eine Art Sekretär von Benedict Cumberbatch spielt. Und wie heißt er, der einen Tesla gespielt hatte? Kommt gerade nicht auf den Namen. Nicholas Holt. Ah, genau, Nicholas Holt. Ja, jetzt bin ich gerade nicht auf den Namen gekommen. Der spielt Nikola Tesla, der am Anfang ja mit Edison zusammengearbeitet hat, später mit Westinghouse. Und der ja so eine Art tragische Figur der ganzen Erfindungen um den elektrischen Strom herum gewesen ist. Er kam mit einigen finanziellen Mitteln nach Amerika und wollte da durchstarten und hatte auch einiges Gutes umgesetzt und ist aber ja dann, ja, ist ja für ihn nicht ganz so gut ausgegangen, ja, um es mal so zu sagen. Das Ganze wurde gedreht von dem Regisseur, der
die Amazon-Serie Hunters gemacht hat. Der Film ist aber schon ein paar Jahre alt. Der lag offensichtlich ein bisschen auf Halde. Ist aber für mich so ein typischer Film, den man bei den Oscars einreicht. Also gute Darsteller, alles so ein bisschen amerikanische Geschichte und Chris, du wolltest gerade was sagen? Ja, du hast die weiblichen Nebendarsteller noch vergessen. Hm. Weil, schieß mal los. Mrs. Worthington, nee, Moment, nicht Mrs. Worthington, wie hieß er denn? Ach Gott. Mrs. Edison. Mrs. Edison ist von Tuppence Middleton gespielt worden, die ich wirklich sehr mag. Die hat er auch mitgespielt zuletzt, wo bei uns in der Sneak war, bei Fisherman's Friends. Vom Good Old Charts, wenn wir uns daran erinnern. Und ich fand, der Film war bis in die kleinste Rolle runter irgendwie verdammt gut besetzt. Es war auch so schön, die Überraschung, wer da alles zu sehen ist, waren auch so schön gut gestreut. Also der Film beginnt ja mit Benedict Cumberbatch, wo man denkt, okay, cool. Und dann ein Stück später kommt der, wo du denkst, oh wow. Und dann kam wieder jemand und wieder jemand, ne? Das war echt gut gemacht. Ja, und du denkst die ganze Zeit so, wow, okay. Ist der das also, wirklich? Ja, der? Ja. Ja, starke Nummer, was das angeht. Also von der Besetzung her starke Nummer. Und von der Story her fand ich es extrem gut erzählt. Ich weiß noch, neben mir saß jemand, der hat die ganze Zeit gemeint, wow, die Kameraführung ist cool. Oh, die Schnitte sind geil. Kennst du den auch, Erik? Ja, den kenne ich. Ja, weil ich gucke sehr viel so ZDF-Info und sowas, solche Dokumentationen, weil mich das immer sehr interessiert, auch gerade so mit Erfindungen und sonst was. Und da wird ja häufig auch so nacherzählt, das kennt ihr bestimmt, wenn dann irgendwie so Leute das so nachspielen, so die Szenen. Und das ist ja alles eher so ein bisschen wie im Theater, man hat dann so eine Bühne quasi aufgebaut, wo das stattfindet und alles so sehr tröge inszeniert und so. Da hatte ich echt ein bisschen Bedenken, dass wir jetzt so ein Schinken da zu sehen bekommen in der Länge eines Spielfilms. Und hier war das auch wirklich so, die Kameraführung war extrem modern, also wirklich modern, also teilweise nah dran, die hat sich bewegt, dann mal so schräge Einstellungen von oben, dann hat die sich mal quasi als Handkamera mit in einen Aufzug reingezwängt, also da geht Benedict Cumberbatch und Tom Holland, die gehen in so einen engen Aufzug, wie es teilweise, wie man es vielleicht aus Paris kennt oder so, wo die Häuser so enge Aufzüge haben, und da plötzlich quetscht sich die Kamera mit in diesen Aufzug rein und filmt dann so von schräg oben die beiden, wie sie erzählen. Das fand ich echt gut gemacht, das war, hat's auch von den Schnitten her, es war jetzt nicht so tröge, langweilig, so ja, so ein Erfinder und dann wird sich so stundenlang angeschwiegen und dann irgendwann kommt die Erfindung, sondern das ging echt so bam, 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 eine Szene, zack, nächste Szene, der trifft sich mit dem, bam, bam, ne, also kaum Zeit zum Luft holen. Nee, das war gut, aber das hat den Film auch echt nochmal getragen, also abgesehen von der echt coolen Story, die echt gut erzählt wurde, bis hin zu den echt sehr guten Schauspielern, auch wenn es so ein halbes Marvel-Klassentreffen war im Endeffekt, es war wirklich cool, also da hat vieles, vieles gepasst und war vieles, vieles richtig gemacht. Ja, und ich denke mal, also man hat natürlich den Fokus auf Edison gelegt, klar, vielleicht war es so ein bisschen geplant, den auch mit ins Oscar-Rennen vielleicht zu schicken, den Film, deswegen die guten Darsteller und alles. Ich würde mir an sich mal einen Film wünschen über Nikola Tesla, dann, ich glaube, der hat eine richtig gute Story, also da, was der alles so durchgemacht hat, was der alles auch erfunden hat und auch teilweise, wir sehen das ja im Film auch, dass ihm quasi seine Patente abgeluchst werden. Auf eine, wo einfach viel zu naiv ist, ja, bei und sich da auf was einlässt, weil jemand sein großes Ziel unterstützen will und dann lässt er sich so Patente abluchsen. Da sind ja teilweise jetzt noch Sachen, wo man sagt, okay, das können wir jetzt mit unseren jetzigen Mitteln noch nicht bauen, aber das kann in Zukunft, kann das Riesending werden, ne? Und das ist sehr spannend, also Nikola Tesla. Ja. Wir kennen das ja aus Fallout mit den Tesla-Spulen und so. Ja, also mich hat der Film auch sehr, sehr begeistert. Ich fand auch gut, dass jetzt der andere Film nicht kam. Also wenn man einen anderen Film, der vielleicht nicht so gut gewesen wäre, gegen so einen austauscht, da kann der ruhig aus dem Jahre 2017 sein. Dann lieber so. Ja, klar. Ich gucke auch lieber nochmal einen alten Film nochmal an, den ich schon, vielleicht sogar schon kenne. der mir aber gefällt, als dass ich irgendwelchen Quatsch gucke. Ja. Übrigens, die Rolle von Westinghouse sollte eigentlich an Jake Gyllenhaal gehen.
Oh. Beziehungsweise ging sogar schon. Der zunächst als Westinghouse besetzte. Nee, zunächst war der besetzt. Wurde aber später von Michael Shannon ersetzt. Wahrscheinlich gab es dann irgendwie einen anderen Film. Und ursprünglich sollte mal Ben Stiller Regie führen. Mhm. Oh. Okay. Ja, aber was ich jetzt noch nicht so rausgefunden habe, ist, warum der so ein bisschen auf Halde lag. Und der ist ja auch noch nicht so irgendwie erschienen, irgendwo auf Blu-ray, selbst in den USA noch nicht, oder? Habe ich irgendwie auch noch nichts weiter gefunden. Ich glaube nicht, nee, also wüsste ich jetzt auch nicht. Aber warum, kann ich mir auch nicht erklären, warum der auf Halde lag. Vielleicht haben sie irgendwelches rechtliches Zeug mal wieder gehabt oder irgendwelche Probleme. Also. Vielleicht hatten sie dann auch überlegt, über welchen Verleih sie gehen oder ob sie es vielleicht direkt an Netflix oder so verkaufen. Das ist ja jetzt auch immer noch so eine Option. Ja, aber ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch regulär eigentlich startet. Hast du da irgendwas gefunden? Ja, hatte ich sogar. Moment. Ich guck mal Edison hier. Ich guck mal bei VDF-Kino. Ja, doch, tatsächlich. Der startet regulär. Edison, ein Leben voller Licht. Verleih ist Leonine. Noch nie gehört. Startet am 23.07. jetzt in deutschen Kinos. Ja. Also in einem Monat ungefähr. Empfehlenswerter Film. Trotz, dass der jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Großartige Darsteller. Und gut gefilmt, fand ich. Ja, absolut. Habe ich einen guten Film verpasst, hä? Kann man nichts machen. Passiert halt. Ich habe auch schon viele gute Filme verpasst. Kommt sicher noch öfter vor. Ich gebe dem Film auf jeden Fall 8 Punkte. Da bin ich voll bei dir. Weil bei uns können wir ja nur... Oder nee, beim Kinocast können wir ja auch mehr. Ich gebe mal 8,5. Oh. Ja, aber bei im Vote bei Metropol Sneak in der Facebook-Gruppe habe ich, glaube ich, 8 gegeben. Ja, genau. Ja, genau wie ich. Jawohl, also 8,5 von mir, weil der hat mir wirklich gut gefallen. Ich werde ihn, glaube ich, auch nochmal anschauen. Und ich habe zufällig gerade irgendwie jetzt gestern auf ZDF Info so eine Dokumentation gesehen über Benjamin Franklin, der ja mit einem Holzdrachen und mit einem Draht da dran versucht hat, irgendwie die Blitze einzufangen und so. Und was da auch noch mit, was die für naive Vorstellungen hatten. Also die hatten dann an der Schnur, die auch natürlich vom Wasser getränkt war von dem Drachen und die auch irgendwie mit Metall ein bisschen verwoben war. Also einen richtigen Blitzableiter haben die gemacht. Und dann haben die unten einen Schlüssel reingeknotet in diese Schnur von dem Drachen, ne? Und aus irgendeinem Grund haben die geglaubt, dass die Elektrizität, die dann von oben runterkommt, sich in diesem Schlüssel, also es war so ein ganz normaler, wie so ein, meine Oma hatte früher für einen Waschboden irgendwie so einen riesen Schlüssel, so ein Schlüssel war das, dass die Energie des Blitzes sich in diesem Schlüssel dann fängt. Und wer den Schlüssel berührt, der übernimmt dann irgend so was ganz kurios. Also die konnten von Glück sagen, dass der Blitz nicht voll eingeschlagen ist und die alle gestorben sind. Also, naja. Na toll. Aber sehr interessant, wie so Forschung, Elektrotechnik und so. Ja, Chris, wie lautet denn der Tipp für nächste Woche? Der Tipp für die nächste Woche, das wäre dann die Sneak-Nummer, oh, jetzt muss ich selber wieder gucken, 1046, also für den 22.06.2020. Und der Tipp lautet Todfeinde. Wissen wir, ob dann der Film, der eigentlich letzte Woche kommen sollte, das sein wird oder ist das völlig offen? Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Ach so, okay. Weil ich hatte ja letzte Woche diesen Film getippt, diesen Blue Story, der da in London spielt, wo die so verfeindete Gruppen oder wo die zu Feinden werden. Deswegen könnte der auch durchaus kommen. Achso, Kate, ja, Kate, was könnte noch kommen? Was sind noch die Tipps? Also der Martin hat auch noch auf Ganz Akimbo getippt. Ich glaube, das sind gerade so die zwei Filme, die irgendwo sneaken, deswegen werden die immer getippt. Da habe ich die letzte Woche auch getippt. Ja, das wahrscheinlich. Ist der mit Harry Potter, ne? Ja, genau. Ja. Der übrigens auch nicht schlecht sein soll, der Film. Ja. Mhm. Also den würde ich tatsächlich sogar echt gerne sehen. Na, gucken wir mal, da einer von denen kommt oder was völlig anderes. Kommt dann Edison 2. Ja, gesehene Filme. Heimkino. Ich habe nur einmal ganz kurz was. Ich habe nämlich Arrival nochmal geschaut. Der kam auf Sci-Fi HD. Habe ihn mir am Anfang reingeschaltet. Und der hat mich ja wieder völlig umgehauen. Ich habe ihn dann gleich bis zu Ende geguckt. Der kam irgendwie am Freitag. Ihr habt den auch noch in guter Erinnerung, oder? Ihr habt ja den auch in der Sneak bestimmt damals gesehen, ne? Okay, hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, merke ich gerade. Ich überlege gerade noch.
Ich musste gerade noch mal kurz so, okay, ja, Moment, das war, dann wäre ich vielleicht auch mal für die geschätzten Hörer, die es vielleicht noch nicht kennen. Also, ich glaube, Amy, war das Amy Adams? Nee, wie heißt sie? Moment, ich guck mal. Also. Bleibenden Eindruck hinterlassen, die Schauspielerin. Die Schauspielerin gerade, ich habe. Ach Amy, ja, Adams, natürlich, klar. Ja, ich weiß noch. Ja. Amy Adams ist eine Sprachwissenschaftlerin und als eines Tages überall auf der Welt, so ähnlich wie bei Independence Day, landen überall so Raumschiffe und die bestehen aber eher aus so, wie so halbe Eier sehen die aus und aus Stein und schweben so ein paar Meter über der Erde und machen überhaupt nichts, stehen einfach nur da, riesengroß. Und Amy Adams ist Sprachwissenschaftlerin, die kann diverse Sprachen der Welt und unterrichtet auch an der Uni. Und sie wird dazu gerufen und soll mit den Aliens quasi in Kontakt treten, weil man hat so Sprachfetzen aufgenommen von denen, also man ist in Kontakt mit denen und hat da so Aufnahmen, Audioaufnahmen. Sie sagt aber, nee, es geht so nicht vom Diktiergerät, ich muss da hin, ich muss mir die Sprache erarbeiten, um zu sehen, was das im Einzelnen heißt. Und Forrest Whitaker bringt sie dann dahin, weil sie hat sowieso noch eine Sicherheitsfreigabe, weil sie mal irgendwie ein paar Al-Qaida-Sachen übersetzt hatte. Und ja, da wird sie hingebracht und lernt dort Jeremy Renner kennen, den wir auch aus The Hurt Locker kennen zum Beispiel. Und der ist Wissenschaftler und er betrachtet das Ganze von der wissenschaftlichen Seite her. Und die beiden arbeiten dann zusammen. Sie arbeitet sich so die Sprache und daraus entwickelt sich dann noch wesentlich mehr. Also ich rede jetzt nicht von einer Liebschaft zwischen den beiden, sondern eher, was die Sprache auslöst, was die Aliens tatsächlich wollen. Es ist jetzt kein Action-Kracher, wo jetzt irgendwelche Aliens die Erde angreifen und sonst was alles. Sehr viel mit Diplomatie, so ein Menschenverstand. Wer die alten Star Trek TNG mag, so ein bisschen diese Philosophie, die da drin steckt, wie man mit Fremden umgehen sollte und so, steckt da alles drin. Tolle Musik, tolle Bilder. Boah, hat mich wieder total weggehauen, der Film. So gut. Und da ist mir eingefallen. Ist auch ein toller Film. Ist mir, jetzt, wo die wieder weiß, worum es da geht. da ist mir wieder eingefallen, ich muss mal meine Allzeit-Top-10-Liste überarbeiten, weil ich glaube, der gehört da rein für mich. Arrival. Da muss irgendein anderer rausfallen. Und da ich eh nicht mehr weiß, wo ich die aufgeschrieben habe, meine Filme, muss ich mir die mal neu erstellen. Das werde ich wahrscheinlich bis zum nächsten Mal machen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal eure irgendwie so, also querbeet, wo ihr sagt, das sind so die Filme, boah, das, die, ja. Und einen Film habe ich noch, den habe ich bewusst nicht reingeschrieben hier. Da wollte ich erstmal hören, was ihr sagt, wenn ich das jetzt gleich nenne, was ich gesehen habe. Ich habe auf Amazon Prime einen Film gesehen, der heißt Schweinsteiger. Oh. Oh nein. Ein Dokumentarfilm von und mit Till Schweiger und natürlich Schweinsteiger. Und auch unser Bart Stuber kommt zu Wort. Hat ja auch was zu sagen, ne? So eine furchtbare Dokumentation habe ich noch nie gesehen. Also ich gucke ja wirklich viele Dokus, ne? Aber das ist ja, was das Schlimmste ist, sind dann so diese, wo dann Till Schweiger unbedingt selber noch, also die machen da so Vox-Pops, ja, wo dann so die Leute in die Kamera was erzählen, ne, wie man es halt so kennt, so Weggefährten, ne. Aber dann sind immer so Vox-Pops von Till Schweiger mit drin und man denkt, okay, was soll das jetzt? So, oh ja, ich habe das Spiel da auch gesehen und so, ich fand das auch sehr toll. Schnitt weg, kommt wieder jemand anders. Ja, wollte das jetzt jemand wissen, dass du das Spiel gesehen hast und toll fandest oder so? Also, und nur so ein Zeug, dann gibt es eine ewig lange Szene mitten im Film, wo dann Till Schweiger und Schweinsteiger, irgendwie lädt dann Till Schweiger ihn dann irgendwie zu sich nach Hause ein und sitzen am Tisch und essen irgendwie Pasta oder so. Ey, völlig Banane, ne? Ich habe schon viele Fußball-Dokus gesehen, ey. Und vor allem, also Schweinsteiger ist ja nur derjenige, so eine der uninteressantesten Figuren des deutschen Fußballs, also was so Ecken und Kanten angeht, ne? Also jeder weiß ja, ich meine, der hat seinen Verein ja nie richtig verlassen, bis auf den Trip in die USA und mal mit der Nationalmannschaft. Ja, der ist halt immer da geblieben. Okay. Aber ey, der hat doch keine Ecken und Kanten. Der hat doch nie mal irgendwas gemacht, wo man sagt, boah, das ist ein Typ, ey. Da würde ich mir doch lieber Podolski-Doku angucken oder sowas, ja. Wo ich weiß, okay, das ist wenigstens lustig ein bisschen. Oder was weiß ich, selbst Olli Kahn hat wahrscheinlich mehr Ecken und Kanten, doch, was man in einer Doku darstellen könnte. Ah, einen Olli Kahn interessiert diese Doku nicht. Nein, ich meine nur, aber Schweinsteiger, das ist sowas von belanglos, diese ganze Doku. Das ist wie so. Aber witzigerweise, ich habe das genau
in diesem O-Ton schon irgendwo gelesen. Okay. Ich weiß gar nicht, war das Filmstarts oder so, Scheiße, die eine Kritik gelesen, geschrieben haben und die sagen auch absolute Zeitverschwendung. Also ich habe das gelesen und dachte so, oh Gott, kann ich mir schenken, abgesehen davon, dass ich Schweinsteiger sowieso nicht mag. Und jetzt sagst du, dass du es gesehen hast und ich so, oh Gott, nachher gefällt ihm das auch noch. Aber ich bin Gott froh, dass du es dass du's auch albern findest. Dann haben die bei sämtlichen, das sind so szenenübergreifend, ist die ganze Zeit so eine komische New Age-Klimpermusik unten drunter, die manchmal bei, wenn Leute erzählen, ist die fast lauter als die Leute selbst. Also ganz furchtbar, die ganze Zeit so ein Geklimper da, unaufhörlich, oh, das ist so furchtbar. Man merkt da in jeder Szene irgendwie die Handschrift von Til Schweiger, der da irgendwie das sieht und hört sich die ganze Zeit an, irgendwie nach Coco W und Keino Hasen oder sowas. Soll aber eine Doku sein. Und ja, ich habe eigentlich nur eine Frage dazu. Und zwar spielt Til Schweigers Tochter auch mit. Also ich habe es bis jetzt noch nicht zu Ende geguckt. Ich werde es wahrscheinlich noch nicht zu Ende gucken. Bis dahin hat sie nicht mitgespielt. Okay. Ja. Die nimmt sich doch aber auch eine Auszeit. Was natürlich auch eine andere Tochter. Sehr wichtig ist, den Sportler Schweinsteiger zu betrachten, ist natürlich die ganze Beziehung zu seiner Frau, wie hat er sie kennengelernt und wo und was und bei welchem Tennis-Match saß er da und so. Das ist natürlich ganz wichtig, in der Til Schweiger-Doku sowas mit zu beleuchten. Ne? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal geben. Ja, gibt es ja kostenlos auf Amazon Prime. Was hat denn der Herr Bartstube jetzt erzählt? Danke. Oh, der hatte irgend so einen belanglosen Satz da. Keine Ahnung, wo es darum ging. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was der da... Also, ist auch völlig Banane alles. Also, okay. Das Einzige war höchstens interessant, wo sein alter Trainer von seinem alten Dorfverein, wo er gespielt hat, wo der mal zu Wort gekommen ist und so. Aber die anderen waren alle so weichgespülte PR-Texte, was die da verlautbaren haben. Ach ja. Ja, Jogi Löw sagt noch was. Und ach, alle dürfen mal was sagen. Und naja. Egal. Also, wenn ihr mal eine schlechte Doku sehen wollt, wie es nicht gemacht werden sollte, ja, dann... mal Schweinsteiger. Jetzt gucke ich gerade, läuft hier die Aufnahme noch? Weil ich war gerade im falschen Fenster hier. Ja, doch, läuft noch. Ich wollte nämlich gerade hier Schweinsteiger eintragen, habe irgendwie S gedrückt. Das wusste ich jetzt nicht, weil da ein Fenster aufging. Ja, Schweinsteiger. Also, ich weiß nicht. Eieiei. Schwein, hier fehlt ein N. So, jetzt fehlt ein S. Okay. Dann haben wir eigentlich mittlerweile die neuen, die Kino-Neustarts. Ich darf nicht einhaken. Erik hat. Chris darf nicht einhaken. Chris darf nicht einhaken. Chris will was sagen. Chris, was wissen über Schweinsteiger? Ich bin jetzt voll informiert. Nein, ich möchte einfach nur an dieser Stelle anmerken, bei den deutschen Nachnamen ist es ja oft mal so, dass sie eine bestimmte Bedeutung früher hatten. Also der Wagner. Ist das so? Der Bendel, ja klar. Bauer. Ist ja auch Müller. So. Müller, Meyer, Schmied. Was hat der Bendel gemacht? Ja, Schmied. Was hat der Bendel gemacht? Ja, Bendel. Der hat, Bändchen. Bendel hat Schnüre gemacht. Ah, okay. Klar. Schnürsenkel. Ja, klar. Ja, Schnürsenkel und solche Sachen. Ah, cool. Und was hat der Schweinsteiger gemacht? Keine Ahnung. Ist vielleicht mit seinen Schweinen den Berg hochgestiegen. Ja, vielleicht war auch noch ein B zwischendrin. Keine Ahnung. Kann auch sein. Ja. Was hat er später gemacht? Keine Ahnung. Ja, der kam nie pünktlich. Und was hat Caprell gemacht? Weiß ich nicht. Nur Ärger. Stimmt. Wir haben tatsächlich jetzt schon ein paar Neustarts, sehe ich hier. Deswegen, ich habe sie offen. Ich werde es mal machen. Erzähl mal. Kinocharts und Neustarts. Und zu den Charts habe ich tatsächlich auch was. Also, es startet am 25.06. Blue Story. Der Film, den wir auch getippt haben für die Sneak, der kann ja dann eigentlich nicht kommen. Wir sind völlig. Dann war mein Warum Tipp denn nicht? Wieso denn? Ach so, ist ja morgen, stimmt. Morgen ja. Ist doch erst der 22. Okay, ist erst Donnerstag. Detektiv Conan kommt, der ist dieser Anime-Film. Ja! High Note. Heißt übrigens Conan. Musikdrama mit 50 Shades of Grey Star Dakota Johnson. Ich weiß nicht, ob das ein Selling Point ist da für den Film, dass die da mitspielt. Ganze Kimbo startet auch. Ah, der Fall Richard Jewell, den hatten wir in der Sneaks, super Film. Mm. Ja. Ja, über den Anschlag auf die Olympischen Spiele in Atlanta war das, glaube ich. Ja. Mit Sam Rockwell unter anderem, großartige Rolle. Der Geburtstag startet, ein Film, da bin ich zugebombt worden mit Pressenachrichten, weil so ziemlich der einzige richtig Neustart ist, der so richtig geplant war jetzt für die Zeit als Neustart.
Soll wohl, ist ein Schwarz-Weiß-Film, ein Drama um einen Vater, der irgendwie um seine Kinder kämpft, dass er weiter Vater sein darf und so. Und Gypsy Queen startet auch, den hatten wir letzte Woche, also die Woche davor, da in der Sneak Preview in der letzten Sendung so rum. Zum Thema Top 10 habe ich was Interessantes. Und zwar, die aktuellen Top 10 aus Amerika sehen wie folgt aus, denn dort sind ja auch die Autokinos geöffnet und die zeigen sehr viele alte Filme nochmal. Ich lasse jetzt mal so die anderen Sachen weg, also Platz 1 ist zum Beispiel Der Unsichtbare oder sowas, ist jetzt irrelevant. Was interessant ist, auf Platz 3 ist Zurück in die Zukunft. Ja! Auf Platz 4 ist übrigens The Hunt, den wir ja von Amazon hatten. Platz 5 ist Jumanji 2. Platz 6 ist E.T. der Außerirdische. Ja. Platz 9 ist Jurassic Park und Platz 10 sind die Goonies. Ja. Das ist cool. Jurassic irgendwie. Park. Dinos. Das fand ich irgendwie cool. Ich glaube, Deutschland gibt es hier irgendwie noch keine so weiter. Und Neustarts, DVD und so gucken wir uns nächste Woche mal an. Ansonsten Thema Games, Chris. Wollen wir irgendwie PlayStation-Enthüllung irgendwas sagen? Oder? Die ist ja auch schon über eine Woche her. Das hätte man letztens ja machen können. Ach so, du meinst ein alter Hut. Jetzt brauchen wir nicht drüber reden. Ja, inzwischen ein bisschen alter Hut. Sagen wir mal so, ich finde sie schick. Ja. Warte mal. Ja, das Design ist super. Games. Wer mehr hören möchte, muss noch mal ganz so eine Minute vor diesem Jingle reinhören. Da haben wir schon ganz kurz drüber gesprochen. Kate findet sie schick, ja? Ja, ich finde die optisch, ich finde es schön, so. Weil ich sitze ja jetzt hier und ich sehe die PlayStation 4 und die PlayStation 3 direkt vor mir stehen und die sind halt beide schwarz. Mhm. Und ich finde es schön, dass sie im Design jetzt mal weg vom Schwarz sind und aufs Weiß sind. Und sie sieht irgendwie so ein bisschen futuristischer aus. Es gab auch weiße Playstations. So als Sonderedition ja? immer, ne? Also die normalen jetzt, die Vierer und so, ne? Ja, aber die Fünfer wird ja quasi die normale, die weiße sein. Und das finde ich gut. Ja, muss man dann also schauen, wie es aussieht. Ich habe jetzt eher festgestellt, dass ich das mehr mag, wenn meine Heimkinogeräte schwarz sind, weil wenn der Raum dunkel ist, dann leuchtet da unten nichts raus aus dieser. Also es ist ja meistens bei mir so, sind da so Fächer unterm Fernseher. Und da ist es einfach besser, wenn das dunkel ist. Weil dann lenkt nichts ab. Mir geht es jetzt nicht so wirklich ums Aussehen, weil ich kaufe die PlayStation. Genau, man kauft die ja sowieso, ne? Ist ja egal, ob da jetzt nun, was weiß ich, außer es wäre jetzt irgendwie ein Logo aus der verbotenen Stadt drauf oder so, dann vielleicht nicht, aber. Und ich als Nicht-Gamer, also ich bin ja hier die von unseren drei, die eigentlich quasi gar keine Spiele spielt, muss sagen, was bei der Spielvorstellung tatsächlich zwei Spiele dabei waren, die mich richtig interessieren, die sogar ich ausprobieren möchte, Gespannt, welches das ist. Das ist einmal das Stray mit der Katze. Ach so, ja. Das fand ich irgendwie bockstark. Und dann war da noch so eine was Animiertes mit so ein bisschen Magie. Und da war auch so eine, die so Bogenschießen macht und so. Aber da weiß ich nicht mehr genau, wie es hieß. Da muss ich die Trailer noch mal angucken. Ach, Chris, genau. Fällt mir gerade ein, weil die Kate doch irgendwas mit Rätseln haben wollte. Zeig dir doch mal Horizon Zero Dawn. Ja. Das ist eine Idee. Das ist doch wirklich ein sehr schöner Einsteigertitel mit kleinen Rätseln, mit irgendwelchen kleinen Aufgaben erfüllen und was sich halt dann nach und nach entfaltet. Ja. Genau. Ja, aber ansonsten, was ich echt cool finde bei der neuen PlayStation, zum einen die zwei Varianten, die es geben wird, einmal ohne Laufwerk, also für all die, wo sagen, ich kaufe eh nichts mehr so an Spielen, sondern lad alles nur runter. Die könnten auch dann auf das Laufwerk in Zukunft verzichten, das ist schon mal ganz cool. Und für alle anderen, die halt gerne noch ihre alten PlayStation 1, 2, 3, 4 Titel spielen möchten, weil es da auch ein paar Perlen gibt, das kann man einfach nicht anders sagen, die haben die Möglichkeit dazu, weil das Ding ja komplett abwärtskompatibel ist. Und das finde ich halt auch richtig gut. Ich glaube, mit der Variante ohne Laufwerk zielen sie auch so ein bisschen in die Richtung Google Stadia, weil da hast du ja auch natürlich noch so eine kleine Box, wo du dann quasi so nur Streaming-Spiele machst. Und ich kenne auch tatsächlich einige, die haben sich die PlayStation nur als DVD-Player und Blu-ray-Player geholt. Und halt eben, um Netflix zu gucken. Die spielen kaum, ja, die laden sich da vielleicht ab und zu mal irgendwie ein Spiel runter oder irgendwas, aber sonst nichts, ja. Und für die ist das dann eigentlich auch ideal. Dann haben sie so eine kleine, schlanke Konsole. Was ich halt gut finde, ich habe
habe ja auch hier die PlayStation diverse Konsolen gehabt. Ich glaube, die kriegen mit dieser Bauform und mit diesem quasi sich nach oben öffnenden Blütenkelch, nenne ich es jetzt mal, kriegen die, glaube ich, das Thema Wärmeabführung sehr gut in den Griff. Also deswegen, weil ich glaube, durch die Miniaturisierung und durch die, wenn die Chips dann richtig schön warm werden und so im Betrieb, ich glaube, das kriegen die damit besser in den Griff als diese komische Würfel da von der Xbox. Ja, ja, schauen wir mal. Du kannst ja auch hinlegen. Ja, geht aber ja dann. Wann kommt die raus jetzt eigentlich? Wissen wir das schon, Release-Date? Bestimmt im November. Also mein Tipp war ja, was hatte ich gesagt, Chris? 20. November, ne? Also irgendwie sowas. Die Woche vor Thanksgiving kommt sowas meistens raus. Mhm. Und weil dann ist auch Black Friday gleich und so. In den USA, das sind immer so die verkaufsstarken Tage. Und ja, mal gucken. PlayStation, ja. Also ich weiß nicht, ob ich sie gleich zum Release dann holen werde, weil da war jetzt so, da müsste ich wissen, dass es jetzt irgendeinen geilen Release-Titel gibt, den ich unbedingt gleich spielen will, dann würde ich es mir vielleicht gleich holen, aber ansonsten... Oder auch so Bundles warten mit den Spielen, die du willst. Ja. Gibt's ja auch, oder? Ja, gibt's dann meistens, aber dann erst immer ein ganzes Stück später, weil... Erstmal verkaufen sie ja meistens die Konsolen einzeln und die Bundles kommen dann meistens irgendwie dann erst viel später raus, ne? Wenn dann irgendwie ein neues Spiel rauskommt oder so. Jetzt mal, wie gesagt, mal abwarten, was da kommt. Und ich bin da relativ positiv gestimmt, was das angeht, weil es sah schon ganz gut aus und sie haben einiges, das weiß ich aus anderen Quellen, sie haben noch nicht alles gezeigt, was da wirklich auch noch ist und so. Also da... So, sind wir doch einfach mal positiv gespannt, was da noch auf uns zukommt. Bleibt spannend. Ja, was ich ja eigentlich so gedacht hätte oder was vielleicht so auf meiner Wunschliste gewesen wäre, dass die auch so eine Art Tablet mit, zumindest so als Zukaufteil, wo man dann sagt, man hat eine Art Tablet und nimmt dann das Spiel quasi mit, so ein bisschen, um das Switch ein bisschen zu ärgern, ne? Und wo man dann vielleicht, wenn das Tablet eine gescheite Größe hat, könnte man das ja auch so machen, dass man das zum Beispiel in diese VR-Brille vorne reinsteckt als Bildschirm. Ja. Dann hätte man gleich mehrere Sachen mit einem Mal erschlagen und so. Aber gut, schauen wir mal. Also die Switch habe ich ja gleich, wo die damals rauskam, sofort vorbestellt, weil die hat mich so vom Hocker gehauen, die Präsentation, die Art und Weise, was da geht und so. Aber hier werde ich, glaube ich, erstmal nicht machen. Es sei denn, ich bekomme ein gutes Angebot. Zwinker, zwinker. An unsere geschätzten Hörer. Nee, Spaß beiseite. Dann sind wir jetzt schon im Bereich der Rätsel angekommen hier. Wenn ich das so richtig sehe. Rätselecke. Da bin ich ja heute wieder dran. Und die Frage lautet, die ihr mit Ja-Nein-Fragen euch erschließen müsst. Jetzt muss ich kurz gucken, wie ich das umformuliere, weil ich habe bei mir hier nur die Lösung stehen. Sag doch die Lösung, wir müssen uns die Frage finden. Ja, genau, Jeopardy. Morgan Freeman kennt ihr ja, ne? Und bei seinem bei einem seiner ersten Besuche in Deutschland, als er in Berlin im Adlon war, eingeladen war, hat er sich sehr stark über was Bestimmtes gewundert. Und das möchte ich gern von euch wissen, was das war. Hatte mich übrigens, kleiner Disclaimer, hatte mich ein Kollege gefragt, sag mal, weißt du das eigentlich? Und ich so, nee, und hab dann ewig rumgeraten auch. Und ich fand die Lösung so schön, dachte ich, okay, das muss ich als Rätsel machen. Also warum hat sich Morgan Freeman bei einem seiner ersten Besuche in Berlin im Adlon Hotel total gewundert? Ist es wichtig, dass das Adlon Hotel war? Nö, aber es war halt in Berlin im Hotel, ne? Also Adlon Hotel. Okay. War halt damals irgendwie Filmpremiere von irgendwas eingeladen. Hat es was mit dem Zimmer zu tun? Nee. Hat es was mit den Fans von ihm zu tun? Nee. Hat es was mit dem Hotel an sich zu tun? Nein. Sky Cinema hat es was mit einem... Achso, sorry. Hey, hat es was mit einem deutschen Brauch zu tun oder einem ja, so was typisch Deutschem zu tun? Ja. Okay. Okay, du darfst weitermachen, das war ein Ja. Ja, ich überlege doch.
Ich höre das Gehirn rattern hier. Deswegen. Ja, danke. Okay, was ist für Amerikaner seltsam? Oder was könnte für Amerikaner in Deutschland seltsam sein? Hat es was mit dem Begrüßen und Verabschieden zu tun? Ja. Erstaunlich gut jetzt gerade. Hey. Hat es damit zu tun, dass die Deutschen einem immer die Hand geben wollen? Nein. Okay. Ach so, nach dran. Ich dachte, du löst jetzt. Okay. Es hat auf jeden Fall was mit Begrüßen zu tun. Ich habe noch eine Idee, deswegen. Guck mal, was der Chris jetzt sagt. Hat es damit zu tun, dass man dass man die Leute mit sie und du anredet, also diesen Unterschied da macht? Nein. Der Höflichkeitsform. Nein, okay. Hat es damit zu, also wir wissen ja, es geht um Begrüßen und Verabschieden. Hat es damit zu tun, dass man halt morgens guten Morgen, Nachmittag schönen Mittag und abends einen schönen Abend wünscht? Ja. Oh, du bist so nah dran. Also, er fand es seltsam, dass er nicht mit Hallo begrüßt wird, sondern mit guten Abend und dann seinem Namen direkt oder so? Frag die Frage nochmal, weil du bist so nah dran, das ist jetzt ein kleiner Unterschied zwischen richtig und falsch. Okay, fand er es seltsam, dass er statt nur mit einem normalen Hallo immer mit dem Gruß begrüßt hat, welche Tageszeit gerade ist? Also guten Morgen am Morgen und guten Nachmittag am Nachmittag? Nein. Oh! Okay, also es hat. Oder was genau andersrum? Dass das halt nicht nur die ganze Zeit Hallo hieß, sondern dass halt. Nein? Oder genau andersrum, Chris. Dass es die ganze Zeit Hallo hieß statt Guten Morgen. Nee. Soll ich die Frage nochmal? Weiß ich, der vorlesen? Erik muss. Also, ich glaube, dass es einfach von dem Brauch her ist, dass er sich gewundert hat, dass es so viele Arten zum Begrüßen gibt an einem Tag oder über den Tag verteilt. Warum wunderte sich Morgan Freeman, als er das erste Mal in Deutschland war, so sehr? Sagen wir es mal so. Als er in dem Hotel war. Weil er auf verschiedene Arten begrüßt wurde wahrscheinlich. In dem Hotel ist ihm zum ersten Mal richtig aufgefallen und hat dann jemand drauf angesprochen und dann wurde das aufgeklärt. Nein. Doch, haben die vielleicht immer gesagt, guten Morgen. Ja, genau. Also er dachte, sie meinen seinen Vornamen. Ja, genau. Er ist abends angekommen, hat da eingecheckt. Und als er dann früh zum Frühstück ist, weil er Termine hatte, ist er den ganzen Reinigungskräften und die haben alle Morgen, 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 Morgen. Und er hat woher wissen die? Also damals war der noch nicht bekannt. Ja, also es war zum ersten Mal, als er in Deutschland war. Und warum sagen die alle meinen Vornamen? Die haben alle Morgen, Morgen, Morgen. Und dann ist er runter zum Frühstück und hat dann unten gefragt, sagen Sie mal, wissen die alle Bescheid? Kennt man mich hier? Ich bin noch gar nicht so bekannt irgendwie. Und da hat sich das dann aufgeklärt. Und ich fand die Story so charmant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie stimmt. Ich habe versucht, das rauszufinden. Der Kollege meinte, er hat das irgendwo gelesen oder sowas. In irgendeiner Zeitung stand das drin, wo Morgan Freeman das selber erzählt hat. Ich habe es nicht gefunden, die Quelle. Aber ich fand es einfach so charmant. Selbst wenn es nicht stimmt, ist es eine charmante Geschichte. Das wäre doch eine tolle Frage für Steven Gätchen bei seinem nächsten Interview mit Morgan Freeman. Ja. Oder? Stimmt, Morgan Freeman redet ja sogar mit ihm. Viele rennen ja vorbei. Genau. Ja gut, dann müsste Morgan Freeman aber wenigstens noch mal wieder für irgendwas nominiert werden dann nächstes Jahr. Ich hab's gelöst. Ja. Ja. Wupp, wupp. Ich fand's so lustig. Also ist echt charmant. Ja. Okay, das war das Rätsel für diese Woche. Und dann gucken wir doch mal, was wir so an Musik für euch auf die Ohren haben. Music. So, wer möchte anfangen? Ich. Dann. Ich habe ausgewählt Sido mit 1000 Tattoos. Ach, das ist ja eins der harmloseren von ihm. Ja. Da gibt es ja ganz andere. Zum Beispiel, ja. Sag doch mal eins. Ich möchte jetzt diese Worte nicht hier nennen, sonst kriegen wir noch wir haben ja einen Explicit Tag. Ja. Sowas. So eine Scheiße. Ich habe B.O.B. und Hayley Williams Airplanes.
Okay. Ist aber nicht das Airplanes von, was ist das, Sia oder? Nee. Hä? Nee. Ich habe von David Bowie Heroes. So, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Cooler Song, kann man immer nehmen. Ja, kann man auch immer hören. So, dann sind wir eigentlich schon durch für heute. Und wünschen euch, liebe Hörer, eine wunderschöne Woche. Seid gespannt, was wir morgen in der Sneak bekommen und was wir dann in der nächsten Sendung besprechen werden. Bleibt gesund, ihr auch, ihr beiden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Okay. Tschüss. Ja, du auch. Gerne. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.